Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Der Flo. Servus. Und ich, der Wariel. Und wir sind mal wieder dabei, hier ein bisschen zu ernten. Diesmal das Ganze manuell, da irgendwie unser Autokombine spinnt. Aber schadet nicht, so ein bisschen Dreschen können wir auch mal wieder reinbringen. Oder? Joa, also ich finde Dreschen macht momentan, hätte ich jetzt mal wieder optimal, also richtig Bock drauf. Joa, mit Strohablage diesmal. Yep, weil es uns ausgeht. Genauso demnächst werden wir auch mal wieder Heu machen müssen, also Gras anbauen. Aha. Sehe dich da vorne eh schon. Ist es bei dir eigentlich im Zimmer auch so ultra heiß? Bei mir ist es ultra heiß, deswegen müssen wir uns auch, fällt mir gerade noch ein, entschuldigen, dass die letzte Folge ausgefallen ist. Aber es war so ultra heiß, dass wir eigentlich nur noch am See gesessen sind. Und Ich trinke hier auch jetzt 10 Uhr auf Nacht einen schönen Eiskaffee. fuck, den wollte ich mir noch machen. Musste aber noch einen Kaffee machen und Sahne. Hast du jetzt alles aufgebraucht? Ja, war nicht mehr viel da. Der kleine Lulatsch. Glaub mir, die ganzen. Das ganze Zeug. Wolltest du da irgendwelche Zeichen setzen da im Feld? Nee, das war das letzte Mal, wie wir angefangen haben, war auch Teil vom Feld noch nicht fertig gewachsen. Ah, stimmt, okay. Ah. Stimmt. Da ist ja doch noch einiges vom Feld da. Ich hätte gemeint, dass da schon mehr geerntet worden ist. Nö, das ist fast gar nichts. Ich weiß nicht, ob es da nicht schlauer ist, wenn wir jetzt dann wieder einmal gerade drüber fahren lassen. Weil das muss ja dann doch jetzt einer in den LKW springen dann. Und mit Überladewagen und so. Oh, kannst du durchaus machen, wenn dir danach ist. Dann lasse ich meine Gut. dann jetzt gleich mal gerade fahren. Einmal gerade das Feld durchfahren. Wenn er voll ist. Irgendwo würde dann schon weitermachen. Und meiner ist voll. Sehr schön. Ja, das müssen wir aber auch irgendwann mal wieder hinbekommen, das mit dem scheiß Autokombine. Ich weiß nicht, manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Aber neues Update wäre noch nicht rausgekommen, oder? Nee, wäre mal nötig. Aber ist die Wiese überhaupt. Ja, die ist gedüngt. Allgemein auch Updates vom Landwirtschaftssimulator sind bis jetzt noch nicht viele rausgekommen. Ja, 1.3 steht in der Beta-Variante, das haben wir ja schon mal angesprochen. Aber davon bin ich noch nicht so Wie überzeugt. lange spielt man das Spiel jetzt eigentlich schon wieder? Halbes Jahr? Nein. Ah, Und nicht doch. ganz. Wieder ein halbes Jahr. So, während du die anderen Leute hier umtankst, zeige ich den Leuten doch mal schön, was ich hier so angebaut habe, angepflanzt habe. Unter anderem muss ich sagen, ist auch wieder ein neuer Mod am Start. Genau, der Damacho haben wir, also der Baumpflanzding, haben wir uns ein bisschen geändert. Da können wir jetzt ein paar mehr Bäume hinten draufsetzen. Und es gibt auch verschiedene Sorten. Wir haben jetzt aber trotzdem einfach nur die Standardsorten angepflanzt. Boah, das ist eigentlich so. Hier sieht man es, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es dürften so an die 2000 oder über 2000 Bäume sein, die hier jetzt stehen. Also jede Menge Arbeit, wenn die mal gewachsen sind. Die Wachstumszeit von LS für Bäume sind 2,5 Ingame-Tage, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, es sind auch 4 Wachstumsstadien. Also 10 Tage, bis es voll ausgewachsen ist. Ja, da spielen wir eh noch eine Zeit lang hin und ich glaube, dass wir vom Holzfällen jetzt auch erstmal wieder genug haben. Und die ganzen 2000 Bäume werden wir auf alle Fälle nicht auf einmal fällen. Ach ja, wieso denn nicht? Ja, einfach mal so 2000 Bäume, ja.
Mit dem einen Mod geht's ganz gut. Wird ein langer Abend. Gib Gummi. Weil mit dem einen Mod kannst du einfach einen Anhänger hinten anhängen und der häckselt ja auch ganze Bäume rein. Und es ist wiederum praktisch. Brauchst einfach nur noch mit der Motorsäge durchgehen und alles umholzen. Gib mal Obacht, ich fahre hier geradeaus. Zumindest zu halb. Und unsere Nachbarn schreien schon wieder rum, wenn ich mich jetzt nicht verhöre. Ich höre nichts bei mir. Ich nehme den hinteren Teil, aber du bist eh abgetankt. Ich bin abgetankt. Okay, optimal. Der hintere ist auch wieder fast. Oder wenn dann nicht, sogar komplett voll. Ja, dann schauen wir mal, ob er voll wird. Dein New Holland fährt auch noch. Da darf ich dann auch gleich wieder hin starten. Oder bei 60%. Lol, die Spiegel bei dem New Holland bringen gar nichts. Ich sehe nur Boden, also straßentechnisch würde ich hier nicht viel sehen. Ja, bei dem New Holland, wo ich gerade drin sitze, bringt es auch nicht. Da sehe ich bloß einen Überladewagen. Also. Und der Anhänger ist voll. 13% haben wir noch. Den kippt man noch im ersten Anhänger rein. Und das ist sicher doch. Weil ich sitze hier in einem akklimatisierten Vollernter. Ich hoffe, der ist akklimatisiert bei den Temperaturen. Ich warte ehrlich gesagt noch drauf, dass die ganzen geilen Mods aus dem LS13 kompatibel wiederkommen, weil es gab halt wirklich geile Mods mit IC-Steuerung, wo du am Drescher links vorne eine Kamera hattest und rechts vorne und die konntest du einschalten. Und dann konntest du nämlich mal wirklich mit der Indoor-Ansicht spielen, weil dann hier rechts, wo die ganzen Monitore sind, war dann ein Monitor, der die Kamera übertragen hat, je nachdem was man eingestellt hat. Da gab es dann auch eine Kamera für den fürs Abtankrohr. Ja, schon geil. Ist nur noch mit dem ihrem Ding gespielt. Was ist denn eigentlich mit unseren Hühner? Müssen wir auch mal wieder schauen. Ich weiß nicht, schau nach, wie viel haben wir denn noch? Wie viele Hühner haben wir eigentlich? Können wir auch mal mehr kaufen. Für mehr Hühner, Geld haben wir doch. Ah ja, gleich. Bisschen bock, 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 bock. Jetzt sammelt doch eh die Eier nie ein. Ich fahre schon mal hoch. Was ist jetzt gehört? Was gehört? Unsere Nachbarn. Ach so, nö. Aber mein Fenster ist. Ist. Wer geklappt? Ah, fuck, jetzt hab ich geklappt. Nein! Nein! Was? Hab auf was hin auf den Platz da gekippt. 2x40. Nicht dein Ernst. Ich hab gerade geschaut wegen am Fenster. Jetzt haben wir 40 Hühner. Dankeschön. Hast du deinen New Holland schon abgetankt? Yep. Und der fährt schön auf und ab. Ja, 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 ja. Aber der fährt bloß beim ganz kleinen Stückchen immer auf und ab. Muss den dann gleich noch ein bisschen umsetzen. Ach, lass ihn doch, das wird irgendwann mal mehr.
5% noch, dann bist du auch wieder leer. Und er ist leer. Drehen wir mal ab. Und ich glaube, mein New Holland steht gerade. Nee, da sitzt noch einer drin. Sieht nur am Sternchen, dass der Helfer noch am Arbeiten ist. Warum wird dann nicht mehr wie 57%? Vielleicht ist er irgendwo angefahren. Ah, jetzt. Oder er war am Drehen. Ah, hier auf der Seite haben wir doch schon einiges vom Feld weg gearbeitet. So viel steht da doch nicht mehr. Naja, das ist schon noch was, also. Ja, da wo ich jetzt gerade fahre, erstreckt sich das auch nochmal ganz schön. Aber. Unterschätzt es man nicht. Mal schauen, ob ich das schaffe, dass ich hier einigermaßen in der Indoor-Kamera fahre und nicht zu viel stehen lasse, beziehungsweise nicht zu viel, nicht zu wenig mitnehme. Oh, ich bin sogar schon wieder bei 50%. Ja, und ich bin gerade zu unfähig zum Abladen, weil der hier am Hang mein Traktor rutscht wie Sau. Da. Warum stehst du auch am Hang? Weil hier halt eben am Hang abgetankt wird. Eben sonst stehen. Achso, ja. Keine Ahnung. Verdammt. Willst du da nicht schnell mal ein Ding hüpfen? Und was? LKW. Was ist der vor? Dürfte dann jetzt gleich voll sein, ja. Mindestens fast voll. Er ist bei 8% erstmal, da geht mindestens noch die eine Ladung rein. Und dann noch ein bisschen was. Wenn er dann voll ist, dann hat sich rein. Mich würde es ja mal interessieren, ob es bei euch und bei den lieben Zuschauern, wie warm es da eigentlich gerade so ist, weil bei uns haben wir jetzt so Höchstwerte um die 30 Grad gehabt, aber so richtig schwül, also jetzt noch bis um 9 draußen gewesen an unserem Fluss, aber richtig warm, auch hier im Zimmer noch so warm. Lubi, schaut es bitte aus. Was? Ich wäre voll. Ach so, ja, ich tank gerade noch. Hopp. Ach, hier lässt du fahren. Ja. Und das war der Zug. Ist doch gleich jetzt schon. Ja, weil ich gerade eh nichts zu tun habe, während du mich abtankst. Also, habe ich es dir schon gesagt, wir haben jetzt 40 Hühner. Und wie viel haben wir vorher gehabt? Irgendwie so 16. Oh Mann, ich und LKW fahren. Soll ich bei Diamonds eigentlich auch einen Helfer reinstellen? Ja, schon. Nee, der fährt eh nicht 50. Nicht? Dann lassen wir's. Bin ja gleich wieder da.
So langsam bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich habe zwar gerade eine wunderschöne Drehung gemacht, eine Pirouette gedreht, aber hallo? Drehungen habe ich heute auch schon vorher gemacht im See. Da haben wir so einen wunderschönen Baum und an der haben wir so eine kleine Schaukel befestigt. Also eine Schaukel, einfach ein Seil mit einem Ast dran. Da haben wir schön in den See reinhüpfen. Ich hab gelernt um sie. So, ich glaube, ja, Weizen war ganz zu vorne. Oder? Wo Weizen? Was mit dem Weizen? Was mit Weizen? Wo war Weizen? Wo konnte man Weizen abladen? Keine Ahnung. Ich glaube, das war hier. Jo, hier. Sag mir ehrlich mal, ich bin wieder fast voll. Ach, trinkt nicht so viel. Ah, wie oft hast du den Witz jetzt schon eigentlich gebracht, ne? Keine Ahnung. Schlimmer wie Sarah zu sein. Warum? Weil der auch immer laut aus der Flachwitze bringt. Ja, der wird auch nicht wirklich alt. Ja. Der wird nicht alt. Ja, den kann man immer wieder bringen, den Witz. Ja. So. Jetzt ist nur noch eine Kurve, trennt mich. Oder eine Kreuzung. Ich spring dabei schon mal in deinem New Holländer, beziehungsweise können wir jetzt einfach so machen, dass wir mal kurz Plätze tauschen. Mit dir auf dein Sitz, da wo du raufgepupst hast, soll ich jetzt mich raufsitzen? Ist er wenigstens vorgewehren, jammert nicht. Was wenn er kalt wird, wird es auch jammern. Aber den Temperatur nicht. Gut. Was ist jetzt unbedingt am Hang machen müssen? Weil, was habe ich machen müssen? Ein Überladewagen? Ja. Hast doch genug PS. Ich hab die Handbremse reingehört. Der Helfer fährt noch, das ist schon mal gut. So, hier unten werden auch immer weniger so kleine Felderstückchen bearbeitet. Alter, was laber ich? Hier unten werden die Feldstücke auch immer weniger und kleine. Ja, ich komme zum Entladen. Was haben wir da mal für einen Schmanz haben geerntet? Überall sind so kleine Stückchen noch. Und dürften eigentlich nur zwei sein. Ich seh dich. Ich dich auch. Ups. Viel Spaß beim Ballenpressen. Nee, ich wollte gerade sagen, ich weiß schon, wer den Ladewagen fährt. Wir brauchen keine Ballen mehr. Ja, Ladewagen fahr ich gern. Das ist das gleiche wie Ballenpressen. Warum der Ladewagen sammelt sie auf? Ja, die Ballen ja auch. Ballenpresse. Ballenpresse sammelt doch die Ballen nicht auf. Nee, ich meine, wir müssen keine Ballen mehr pressen und können gleich mit einem Ladewagen dir das Stroh am Boden einfach auf. Ach so, stimmt. I forget. You forgot. Ja, oder so, ich hab keine Schule mehr. Bin fertig mit dem Abi.
Der war in Englisch, Singapur. Englisch kann ich mal. Sag mal, lass nicht einfach so viel stehen, mach das mal vernünftig. Ja, nicht so viel Wo stehen. lass ich was stehen? Lass mich stehen. Nee, Der macht eben nichts. genau das Gegenteil. Mi, 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 mi. Ja, mi, 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 mi. Wie macht der Löwe? Das 60er Löwe. Na? Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt keine 60er-Fans unter uns. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und zwar, wie macht der Löwe? Wie macht der 60er Löwe? Mi, 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 mi. Ach, du bist aber schon das putzige Löwe. Mi, 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 mi. Dein Helfer hat sich verabschiedet. Und setz ihn doch bitte wieder ein. Ich bin ihn abgetankt hab. Ich glaube, ich schalte die Stroh-Ablage mal kurz aus, weil da ist jetzt echt furchtbar. Ja, das ist ja auch kein Ding. So, das Eckchen hier unten wäre damit auch erledigt. Gut, dann hört sich das schon fast nach dem Ende dieser Folge an. Okay. Bis zum nächsten Mal. Dann Ciao. bis zum nächsten Mal. Ciao.